Hallo und herzlich willkommen zu How It Works. Ist das wirklich der richtige Beruf? Wird diese Beziehung auch noch über meinen 25. Geburtstag halten? Und mache ich was Sinnvolles im Leben? Und wenn ich schon nicht Sinnvolles mache, mache ich wenigstens etwas, das mir Spaß macht? Ich denke, wir kennen alle diese Fragen. Das sind Quarter-Life-Crisis-Fragen. Ich habe sie mir zumindest irgendwann schon mal gestellt. Mein Name ist Alisa Schellenberg. Ich bin Redakteurin bei Zeit Online und ich freue mich sehr, dass wir heute eine ganze Stunde haben, um über das Thema Quarterlife Crisis zu sprechen. Und ich freue mich noch mehr, dass wir drei ExpertInnen für das Thema gewinnen konnten. Das ist Tara Louise Wittber. Sie ist Autorin und Content-Kreatorin. Rick Garrido, er ist Satiriker und Comedian. Und Klaus Vogelmann, er ist der Jugendforscher in Deutschland und Sozialwissenschaftler. Euch allen herzlich willkommen. Aber bevor es hier losgeht, noch ganz kurz Housekeeping. Was heute wirklich richtig wichtig ist, sind eure Fragen. Also stellt sie bitte auf jeden Fall, werdet sie los, und wir werden versuchen, sie zu beantworten. Zuallererst stelle ich aber eine Frage an Klaus Horelmann. Was ist eigentlich eine Quarter-Life-Crisis? Ja, es ist natürlich abgeleitet von der Midlife-Crisis um die 50. Und wenn man da so eine Analogie herstellt, kann man sich auch vorstellen, was gemeint ist. Midlife-Crisis. Ich bin erfolgreich im Beruf. Ich habe eine Familie gegründet. Ich habe das Gefühl, jetzt habe ich alles getan und alles gemacht, was ich im Leben schaffen konnte. Und was nun? Das soll es gewesen sein. Also der Aufstieg auf dem Deich und ich bin auf der Deichkuppe und danach geht es nur noch runter, gefühlt. Und da ist die Quarter-Life-Crisis ungefähr um 25, mit dem 25. Lebensjahr eine ähnlich gelagerte Situation. Sie kann betreffen, muss nicht, aber sie kann betreffen alle, die zu diesem Zeitpunkt eine lange, lange Ausbildung hinter sich haben oder fast hinter sich haben. Meist also Studium. Aber das können heute ja verschiedene Wege sein und nochmal neu anfangen und so. Man landet schnell dann um 24, 25 Jahren. Und jetzt beginnt der Übergang von dieser Ausbildung mit verhältnismäßig vielen Freiheiten, mit einem Spielraum, den Tag zu gestalten, mit verhältnismäßig wenigen dauerhaften Verpflichtungen. Und jetzt soll ich in den Beruf und merke, hey, jetzt beginnt ein anderer Lebensabschnitt. Der verlangt doch mehr Bindung von mir. Und hier lege ich mich jetzt über einen beträchtlichen Zeitraum möglicherweise fest. Also eine ähnliche Situation wie bei der Midlife-Crisis. Ich bekomme Angst vor der eigenen Courage. Ich befürchte, mein bisheriger Lebensstil muss total verändert werden. Ich komme in einen neuen Abschnitt des Lebens hinein mit neuen, teilweise mir so unheimlich erscheinenden Herausforderungen. Und das kann schon mal die Pferde scheu machen. Und da kann ich in eine Krise geraten und eben die Sorge haben, dass ich dem nicht gerecht werde. Das ungefähr würde ich mal so mit einfachen Worten umschreiben, kann man mit der Metapher, mit diesem Bild der Krise nach einem Viertel des Lebens zusammenfassend sagen. Da will ich gleich noch mal kurz nachhaken. Man spricht ja bei einer Quarter-Life-Crisis von einer Zeitspanne zwischen 20 und 30. Und der eine mag vielleicht 31 sein und die andere vielleicht 19, wenn man eine Quarter-Life-Crisis hat. Warum kann die denn während 10 Jahren des Lebens vorkommen? Ja, und das hängt davon ab, wann ich diese Transition, diesen Übergang tatsächlich vornehme, von dem ich gerade sprach, den Übergang von der verhältnismäßig viel Freiheit bietenden Ausbildungsphase, Studienphase, in die im Vergleich lange nicht so viel Freiheit bietende und mich bindende und verpflichtende Berufstätigkeit. Das kann für den einen früher, für den anderen später sein. Und deswegen kann man nicht so ohne weiteres sagen, dass das mit 25 ist, sondern es kann eben in diesem ganzen Jahrzehnt zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr passieren. Entscheidend ist, was passiert. So würde ich das auf den Punkt bringen, ne? Ist es dieser Übergang, ist es diese Transition? Und ich kriege immer Muffensausen und große Sorge, wenn so eine große Transition steht ins Unbekannte und ich weiß nicht, was da auf mich zukommt und ich muss mein vertrautes Revier, meinen vertrauten Lebensrhythmus verlassen. Ja, vielen Dank.
Tara, ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Du bist super erfolgreich. Du hast Hunderttausende von FollowerInnen auf TikTok, auf Instagram. Du bist Buchautorin. Bei dir ist irgendwie alles los. Aber dieses Muffensausen, so lange bist du ja auch noch nicht über 30. Kennst du das auch? Ja, also das sieht jetzt vielleicht aus, dass ich erfolgreich bin. Ich war es die längste Zeit meines Lebens nicht. Absolut gar nicht. Und ich habe sehr, 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 sehr viele Jobs gemacht, die alles andere als das sind, was ich gerade machen darf. Und ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich hatte so diese Quarterlife-Crisis nicht in dem Sinne, dass ich nach meiner Ausbildung dann einen Job hatte und das dann ganz schrecklich fand. Ich war ganz, ganz froh, endlich mit dieser Ausbildung fertig zu sein. Ich fand es ganz schlimm. Ich habe es gehasst. Ich habe meine Schulzeit gehasst. Ich habe mein Studium gehasst und war so froh, dass ich endlich im Berufsleben bin und habe irgendwie oft das Gefühl, dass Schule und Studium nicht für jedermann etwas ist. Mir hat es nicht so gut gefallen, weil ich da sehr, sage ich mal, rigoros war. Die Fächer, die ich toll fand, fand ich ganz, ganz, ganz toll. Und die ich nicht so toll fand, da bin ich dann irgendwann auch einfach nicht mehr hingegangen. Hatte dann eine Attestpflicht, naja, bitte nicht nachmachen. Und ich hatte eher so die Krisen in meiner Ausbildungszeit und dachte, oh Gott, muss ich das wirklich alles machen, um irgendwem auf dem Zettel beweisen zu können, dass ich was kann? Das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Das hat mich auch nicht schlafen lassen nachts. Ja, bei mir war das eher so. Oh no. Ja, fühle ich. Und auf das Thema nicht schlafen können, kommen wir nachher im Talk auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Aber Rick, vorher wollte ich dich fragen, auch so zum Thema Ausbildung. Bei dir ist es genauso wie bei Tara. Du bist auch super erfolgreich mit den Space Rocks. Man kennt dich aus diesem Internet. Gab es denn auf deinem Ausbildungs- und Werdensweg auch Momente, wo du dir dachtest, ich weiß nicht, ob das hier so der richtige Weg ist? Ja, definitiv. Ich meine, den Weg, den ich jetzt gegangen bin, das war jetzt ja auch nicht wirklich so ausgewählt. Damals, als wir mit YouTube angefangen haben, war ja noch nicht so, also es gab noch nicht wirklich viele Leute, die mit YouTube Geld verdient haben. Das war eher so dieses, wow, man kann da vielleicht so mal 100 Euro im Monat abkassieren. Und mein Plan war eigentlich eher irgendwie Richtung Film zu gehen. Und in Film reinzukommen ist halt relativ schwierig. Und ich dachte halt, so mache ich halt ein paar YouTube-Filme und kann mir ein bisschen Erfahrung sammeln. Und habe dann eine Ausbildung angefangen, die absolut wertlos war. Also ich glaube, sie existiert auch nicht mehr. Es ist der gestaltungstechnische Assistent. Und ich habe halt gemerkt, ich lerne hier nicht wirklich was. Ich weiß nicht, wie ich damit halt weiterkommen kann. Und hatte halt damals überlegt, ob ich halt dann abbreche und halt was Vernünftiges lerne, was halt Stabileres, halt irgendwas Richtung Ingenieur, irgendwas mit Mathe, weil ich kann ganz gut Mathe und ich dachte, da kriege ich dann schon einen Job. Ja, und das hat mich natürlich ziemlich fertig gemacht, aber es kam dann doch irgendwie anders. Irgendwie ist dann doch YouTube durchgestartet und dann habe ich das einfach weitergemacht. Ja, aber irgendwie, was hat dich denn dazu gebracht, dann doch nicht das Ingenieurstudium anzufangen, vor allen Dingen, wenn du gut in Mathe bist? Ein Faktor war natürlich, dass die Ausbildung, die ich gemacht habe, nicht so lang ist. Also 2 Jahre und ich hatte halt dann schon ein Jahr fast durch und dann ist halt jetzt nochmal ein Jahr weiterzumachen. YouTube hat halt dann mehr reingebracht. Und es kam halt dann auch tatsächlich Geld darüber rein und es war schon irgendwie ein bisschen die Perspektive da. Und zu diesem Zeitpunkt ich weiß auch gar nicht, wie wir das damals geschafft haben, aber wir haben halt quasi YouTube gegrindet. Also wir hatten halt die Ausbildung Vollzeit gemacht und haben nebenbei halt Videos produziert, wie wir jetzt momentan auch Videos produzieren, Vollzeit, wo ich im Nachhinein mich frage, wie habe ich das damals eigentlich gemacht? Ich meine, ich habe es damals auch vorhin gemacht, dass ich in der Schule mit den Gedanken eher woanders war und vielleicht auch Skripte im Unterricht geschrieben habe, die ich eigentlich hätte nicht da schreiben sollen. Aber YouTube ist dann einfach immer größer geworden und hat halt einfach quasi immer wieder eine Tür geöffnet, die ich jetzt nicht so geplant hatte, aber halt sich angeboten hat und dann bin ich halt einfach von ins Nächste und es hat funktioniert. Es war nicht wirklich ein Plan und ich hatte auch immer das Gefühl oder die Angst, dass es halt plötzlich halt auch aufhören könnte, aber es hatte funktioniert halt.
Ja, und das auch richtig gut. Hier ist übrigens ein Hinweis aus dem Publikum reingekommen, keine Frage, sondern ein Hinweis. Und ich finde ihn so gut, dass ich den einfach mal kurz erzähle. Und zwar schreibt Katrin, dass sie 30 ist und gerade einen Master fertig gemacht hat und auch sehr ähnliche Gefühle hat, wie das, was wir gerade besprochen haben, und sagt, dass 30 nicht unbedingt der zeitliche Cut-off ist. Und da wollte ich nur ganz kurz sagen, das glaube ich auch nicht. Ich glaube vielmehr, dass es einfach die Lebensphase ist, in der man gerade steckt. Und ja, Tara nickt. Ja, ganz klar, man Ja. kann das wirklich nicht aufs Jahr festlegen, das haben wir eben ja auch gesagt. Und ihr beide seid ja ein interessanter Fall. Bei euch wird der Bruch zwischen dem Studium wie auch, und der Ausbildung, wie auch immer turbulent das war, und dem Übergang in eine selbstständige, eigenaktive Rolle, der wird nicht ganz so krass gewesen sein. Ne? Also wenn man sich vor einer Ich war in einem Beruf. Quarter-Life-Krise schützen will, kann man natürlich versuchen, die Selbstständigkeit und die Eigenständigkeit und auch die Freiheit der Gestaltung der eigenen beruflichen Tätigkeit, der eigenen Arbeit in solch eine selbstständige Struktur zu bringen. Das schützt davor. Die eigentliche Quarter-Life-Crisis erwischt vor allem den, der und die, der von dem freien Studium in einen festen Beruf geht, in ein großes Unternehmen und eben in, auf diese Weise einen anderen Lebensabschnitt in der Feinstruktur auch des Alltages vor sich sieht. Aber Klaus Hohlmann, wie merkt man denn, dass man eine Quarter-Life-Crisis hat? Auch da gibt es schon bei einem kleinen Teil, ich würde mal sagen 5, 6, 7% richtige psychische Störungen und Belastungen. Das wissen auch die Universitäten, die Ausbildungsinstitutionen oder wenn die nicht mehr zuständig sind, das wissen psychologische Beratungsstellen, dass es junge Menschen in diesem, in dieser Übergangsphase, junge Leute, ganz schön erwischen kann. Dass ich also richtige Ängste haben kann, die diese Unsicherheit nach innen sich bei mir verlagern kann und ich Angststörungen habe, Leistungsstörungen habe. Ich merke, ich kann nicht mehr so funktionieren, wie ich das bisher getan habe. Und von mir werden jetzt extern völlig neue Dinge verlangt. Das kann zu einer echten Überforderung führen und zu psychischen Belastungen, kann im Extremfall auch mal Auslöser für eine wirkliche Depression sein. Kann auch zu Gereiztheit führen. Nicht jeder reagiert nach innen, manche reagieren nach außen und werden gereizt, werden aggressiv vielleicht auch in ihrer Umwelt, werden hyperaktiv. Oder es kann auch bedeuten, dass ich ausweiche und bin drogengefährdet oder bin gefährdet, stundenlang vor dem Computer zu sitzen und dergleichen mehr, also so eine Art Fluchtreaktion. Das passiert und das ist eine Übergangsschwelle, die sozusagen völlig neue Entwicklungsherausforderungen für einen Menschen mit sich bringen kann. Und je dichter die getaktet sind und je größer diese Schwelle ist, über die ich da gehen muss, desto stärker kann das auf vor allem die psychische Gesundheit, natürlich zum Teil auch die körperliche Gesundheit, sich negativ auswirken. Hier wird jetzt gerade gefragt, wo kann man sich denn hinwenden, wenn man diese Probleme an sich selbst feststellt? Tja, ganz schön schwierig. Wir haben eigentlich für diese Phase dann, ich habe es gerade schon kurz angedeutet, nicht mehr die psychologischen Beratungsstellen der Hochschulen. In den Berufsausbildungen ist es ganz knapp mit dicht erreichbaren Beratungsinstitutionen. Ich bin also ziemlich angewiesen auf die kommunalen, die öffentlichen, die von den Wohlfahrtsverbänden oder auch von eben über die Krankenkassen etablierten und zum Teil finanzierten Beratungsstellen. Letztlich bin ich davon abhängig, dass ich einen Platz bei einer gut ausgebildeten Person mit therapeutischem Hintergrund bekomme, je nachdem, wie stark es mich getroffen hat, ne? Wie stark ich leide und wie verfestigt meine Störungen sind. Auf jeden Fall. Wir kommen später auch noch darauf zu sprechen, was man noch machen kann, wenn man vielleicht nicht sofort zur Psychotherapeutin gehen möchte. Da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Aber jetzt würde ich gerne erstmal, weil gerade schon so häufig das Wort Beruf und Berufung gefallen ist, über Beruf und Studium sprechen, weil viele von euch, von uns ja in der Quarter-Life-Crisis damit strugglen, aber auch mit anderen Themen. Und ich habe dazu, jetzt wird es ein bisschen cringe, ein Gedicht
herausgesucht von Tara vor 2 Jahren. Also das Gedicht ist nicht cringe, sondern es ist wahrscheinlich jetzt cringe, wenn ich es vorlese, weil ich das nicht so gut kann. Und es geht um das Thema Beruf und Weitermachen. Ich versuche das jetzt mal. Übrigens, es geht nicht darum zu gewinnen, sondern darum, dass du weitermachst. Es geht nicht darum, dass du alles, sondern nur ein bisschen schaffst. Wichtig ist nicht, der Beste zu sein, sondern nur ein bisschen besser als die Version von dir gestern. Ja, also Tara, weise Worte. Hast du das dann immer geschafft? Ja, definitiv. Das würde ich schon sagen. Aber das hat auch gedauert und auch nach 30. Ich habe mich immer umgeguckt, rechts, links, wo ist das Gras grüner, warum ist es bei mir nicht so grün, und wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, zu gucken, wo es überall blüht um dich herum, dann vergisst du ja selber deinen Rasen zu gießen und wunderst dich dann, ja, irgendwie doof. Ja, ich habe das auf jeden Fall geschafft. Ich finde, das ist ein ständiger Prozess, dich zu verbessern und auch an dir zu arbeiten, und ich finde, das muss da sein, der Willen, dass man eben eine bessere Person werden möchte und auch sein will. Dazu gehört aber eben ganz viel Selbstakzeptanz und zu sagen, ja gut, das war jetzt nicht so super, dann halt beim nächsten Mal ein bisschen besser, was willst du jetzt machen? Mhm. Aber ich habe mich so oft selbst geprügelt und gesagt, boah, du kannst nicht, du bist kacke und sowieso schlecht in allem. ja, das habe ich dann gelassen und dann wurde es auch ein bisschen besser. Ja, du sagst, du hast das gelassen, aber so einfach ist das bestimmt nicht. Hast du einen Tipp? Ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass alle nur, und ich habe tatsächlich vergessen, dieses Sprichwort nachzugucken. Ich glaube, es ist irgendwie, alle kochen nur mit Wasser oder mit heißem Wasser, so mit um Wasser, den Dreh. Glaube ich. Ne? Genau. Die kochen auch nur mit Wasser, ja. Und das beruhigt mich irgendwie, zu wissen, dass alle manche Sachen genauso machen wie ich und ich auch ganz schön viel Einfluss drauf habe, was ich sonst so mache. Und das hat mir so ein bisschen die Ruhe gegeben, und auch auf TikTok hat das mal jemand gemacht, dass es eigentlich im Endeffekt völlig egal ist, was du machst. Wenn du jetzt halbnackt über einen Alex rennst und schneller rennst als irgendein Polizist, dann hat es die ganze Welt am nächsten Tag wieder vergessen, weil es einfach nicht so wichtig ist. Die Leute gucken einmal hin und sagen, ah, okay, gut, was. Ich glaube, man nimmt sich selbst ganz oft ganz viel wichtiger, als man eigentlich in so einem ganz großen Kontext ist. Und wenn man das verstanden hat, dann ist vielleicht auch gar nicht alles so schlimm. Fair enough. Hier hat übrigens jemand geschrieben, Camilla schreibt tolles Gedicht. Wichtig. Und hier gibt es noch eine Frage von einem Rambo Ramon Rainer an Klaus Vogelmann. Und zwar geht es darum, dass die Quarterlife-Crisis ja heutzutage auch dadurch entsteht, dass man wahrscheinlich viel zu viele Möglichkeiten hat. Und die Frage ist dann, gab es das dann vor 50 oder 100 Jahren, als die Rollenverteilung und Familienstruktur im Vergleich noch etwas anders war, gab es da auch schon eine Quarterlife-Crisis? Ja, die gab es sicherlich auch, aber weil, genau wie in der Frage, das ja jetzt anklingt, wir heute das Gefühl haben, wir entscheiden das alles ganz individuell, und was die Gesellschaft von uns verlangt, das können wir uns auch uminterpretieren, ist die Verantwortung bei dem Einzelnen größer. Und es stimmt ja auch. Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, mal in den Transitionen, in den Lebensübergängen, man ist mit der Schule fertig. Was für eine Quälerei ist das? Jetzt die Berufswahl festzulegen oder die Ausbildungswahl festzulegen. Wer studieren will, hat heute, ich glaube, es sind zuletzt jetzt bei der letzten Zählung 12.500 Bachelorstudiengänge im Angebot. Das kann kein Mensch und keine Institution mehr übersehen. Die meisten denken auch noch den Master mit. Das sind nochmal ungefähr 8.000 Angebote. Gut. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Und am Ende des Studiums oder am Ende der beruflichen Ausbildung haben wir in der Tat auch eine ähnliche Situation.
was soll ich jetzt machen? Welche Angebote habe ich? Und strukturell haben junge Leute heute ein sehr gutes Angebot, weil die großen, zahlenstarken Babyboomer-Jahrgänge, die über 50-Jährigen, jetzt aus dem Beruf austreten, die sind doppelt so groß an Kopfzahl wie die jüngeren Jahrgänge. Das heißt, es entsteht ein richtiger Bedarf an Nachwuchskräften. Ich habe also die Qual der Wahl. Ich habe eine tolle Chance, aber genau die kann auch wiederum belastend sein. Ein Paradox das ist. Und eben die Eigenverantwortung für meine Wahl, die trage ich auch. Übrigens spielen die Eltern eine riesige Rolle bei der Bewältigung nicht nur der Berufswahl, bei der ersten Schwelle nach der Schule, sondern auch hier bei unserem Thema. Wir wissen aus Untersuchungen, dass Vater und Mutter ganz wichtige Begleiter sind, um so eine Quarter-Life-Crisis zu bestehen. Also insbesondere bei der Berufsauswahl, bei der Entscheidung, wie mache ich weiter, für mich erstaunlich und bewundernswert. In meiner entsprechenden Phase war das nicht so. Aber heute sind die Eltern Partner und ganz wichtige Unterstützer und Begleiter. Und wo vorhin die Frage aufkam, ja, die meisten melden sich erst einmal bei ihren eigenen Eltern, um diese schwierige Situation in den Griff zu kriegen. Ja, das resoniert auf jeden Fall sicherlich mit einigen, die hier gerade zuhören. Das sehe ich zumindest an den Fragen. Und wir haben jetzt gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, dass es so viele tausende Möglichkeiten gibt. Aber dann neigt man ja auch immer noch dazu oder häufig dazu, sich zu vergleichen. Und Rick, da würde ich dich gern fragen. Wir haben im Vorgespräch ja schon so ein bisschen über das Thema Vergleiche gesprochen. Bei YouTube hast du ja ständig mit Zahlen zu tun und siehst, wie viele Follower hat der oder die andere, wie häufig wurde dieses Video geklickt. Und bei anderen ist es vielleicht so, die Kommilitonen und Kommilitoninnen haben immer eine bessere Note und dann hat man mal eine schlechtere und es nervt einen irgendwie. Hast du da einen Tipp, wie man das lockerer angehen kann? Naja, im Endeffekt, der Klassiker ist halt, sich halt nicht mit anderen vergleichen. Ist halt aber immer leicht gesagt, weil man schaltet es halt nicht aus. Und ich meine, gerade auf YouTube ist halt immer, YouTube ballert einem immer die Zahlen rein, weil man hat immer im Dashboard so eine Sicht mit den letzten 10 Videos. Und wenn du dann mal ein Video machst, was nicht so gut funktioniert, dann zeigt dir das YouTube sehr deutlich. Ich glaube, der Trick ist, dass man sich also wirklich bewusst macht, was man hat. Was auch wohl eh so ein Trick ist Richtung glücklicher werden, in Anführungszeichen, dass man sowas wie ein Dankbarkeitstagebuch halt macht, dass man halt einmal am Tag halt Sachen aufschreibt, für die man dankbar ist und dass man sich halt wirklich halt darauf fokussiert, was habe ich, was macht mich glücklich. Und gerade bei sowas, was da halt auch immer interessant ist, man schreibt ja dann auch oft nicht unbedingt die Sachen auf, für die man halt arbeitet. Ich meine, man arbeitet für Essen und für den neuen Fernseher, aber das ist nicht unbedingt das, was einen glücklich macht, sondern halt eher Familie oder die Katzen oder Freunde oder Erlebnisse. Und dass man dadurch halt, also man kann sich nicht zwingen, den Fokus zu ändern, aber du kannst deinen Kopf schon ein bisschen austricksen. Und das ist eine Technik, die bei mir ein bisschen auf jeden Fall funktioniert hat. Okay, also wir halten fest, Dankbarkeitstagebuch führen. Und hier ist gerade noch eine super interessante und wichtige Frage reingekommen, die möchte ich aufnehmen. Und zwar, Klaus Hurelmann, hier schreibt jetzt gerade jemand, was kann man denn machen, wenn man in dieser Quarter-Life-Crisis oder Findungsphase keinen guten Bezug zu den Eltern hat oder vielleicht die Eltern auch einfach nicht mehr da sind? Ja, dann bin ich auf ein Netzwerk von Freunden angewiesen, von Gleichaltrigen angewiesen, was hoffentlich aus der Ausbildungsphase noch besteht. Das würde ich sowieso auch als ganz wichtigen Tipp mitnehmen, dass man aufpasst in der Schlussphase der Ausbildung, wenn sich der Übergang aus der Ausbildung, Studium, Ausbildung heraus in den Beruf abzeichnet, dass man sich mit vielen zusammentut, die in der gleichen Situation sind. Das macht unheimlich viel aus, wenn man das nicht alleine alles durchstehen muss, sondern sich aufteilt. Wir waren vorhin schon mal bei der Frage, heute wünsche ich mir natürlich einen
Beruf, eine berufliche Tätigkeit, die ganz persönlich auf mich zugeschnitten ist. Die Latte liegt sehr hoch, ne? Das lässt sich nicht verändern. Die Möglichkeit besteht ja auch, dass ich was mache, was mir wirklich Spaß macht und was ganz auf meine persönlichen Neigungen zugeschnitten ist. Und da hat Rick ja gerade schon gesagt, da ist nun ganz wichtig zu wissen, was kann ich denn wirklich? Was sind meine Stärken und Schwächen? Sich das klarzumachen und vielleicht mit Freunden auch auszutauschen. Ich brauche einen ehrlichen Freundeskreis zu sagen, also hör mal, diese Berufsposition, die du da im Auge hast, die passt aber gar nicht zu dir. Du hast ja gar nicht die Fähigkeit zu kommunizieren, wie das da vorgesehen wird und ähnliches. Ne? Also einen ehrlichen Austausch unter Freunden, das schaffen sonst nur Eltern, weil die ja nicht parteiisch sind, sondern einen auch persönlich kennen. Das würde ich sagen, wäre hier dann die Alternative. Und da muss ich aber dran arbeiten und ausbauen. Die professionelle Beratung von Therapeuten kommt nur im Notfall. Was uns richtig fehlt, ist ein Coach. Auch die Hochschulen, die beruflichen Ausbildungsstätten sind hier nicht gut aufgestellt. Wo bleiben die Coaches, die Lotsen, die Begleiter, die Mentoren, die Übergangsbegleiter? Das wäre auch alles möglich und Betriebe könnten auch ein bisschen mehr investieren, um diese schwierige Eingangsphase in den Arbeitsprozess zu verbessern. Sie klagen alle über Mangel an Nachwuchs, aber richtig investieren da rein, diesen schwierigen Übergang auf die Reihe zu kriegen, das tun leider nur ganz wenige Unternehmen. Da könnte die Zeit ja auch mal anfangen bei Journalistennachwuchs. Wir versuchen es. Aber es soll heute nicht um die Redaktion gehen, obwohl ihr dazu auf anderen Kanälen natürlich auch immer Fragen stellen könnt. Ich wollte noch einmal auf Ricks Arbeit zu sprechen kommen. Und zwar wird hier gefragt, ich muss das ganz kurz heraussuchen, weil ich es vorlesen will. Rick, wie war für dich denn dieser Sprung ins Ungewisse mit YouTube und wie lange hat es gedauert, bis du geglaubt hast, das könnte tatsächlich das sein, was mich erfüllt und was ich machen möchte? Sprung ins Ungewisse ist halt, es war halt nie ein Sprung. Wir hatten halt mega Glück damals, als wir in die Selbstständigkeit reingegangen sind, ist halt, dass wir während unserer Ausbildung halt YouTube aufbauen konnten, immer mehr Geld verdient haben und dann quasi zum Ende der Ausbildung genauso viel verdient haben, dass es halt gerade so reicht. Und ich hatte auch meine Mutter noch hinter mir, die hätte halt auch noch mal was gezahlt. Und damals war es halt auch einfacher für mich, weil ich kam aus der Ausbildung raus, meine Bedürfnisse finanziell waren nicht sehr hoch. Jetzt ist es definitiv anders als Familienvater. Was ich dann halt aber sehr, sehr, sehr lange als Problem hatte, ist halt auch zu akzeptieren, dass ich das, was ich mache, auch höchstwahrscheinlich auch ein bisschen länger machen kann, was halt auch so ein bisschen mit dem Umfeld zu tun hatte. Weil an sich war das, was ich mache, fand ich halt dann toll. Ich hatte meine Freiheit, ich kann sagen, was ich will. Also ich fand es in dem Sinne schon sehr erfüllend. Problem war eher, dass alle immer so von außen ankamen, also einerseits sowieso die Frage von wegen, was, mit YouTube kann man Geld verdienen? Also immer so das Gefühl geben, als würdest du nichts Richtiges machen und immer nach einem Plan B fragen und also von wegen, ja, du musst doch irgendwie jetzt ins Fernsehen kommen wollen, du musst doch irgendwie jetzt hier zu den richtigen Medien rein, da wo die, weißt du, die richtigen Leute arbeiten, bis ich halt dann irgendwann für mich akzeptiert hatte, so, nee, war also, warum soll ich da rein wollen, wenn das, was ich mache, funktioniert? Und mittlerweile, also wenn man halt 10 Jahre das jetzt professionell gemacht hat, kann man nur denken, so, ja, okay, warum sollte ich es nicht noch ein bisschen länger machen? Also warum sollte es plötzlich einfach heißen, ja, nee, bist weg. Wir wollen hier keine 30-Jährigen mehr im Internet sehen. Die mag doch niemand. Ist halt Blödsinn. Ist natürlich keine Garantie, dass ich es lange machen kann. Aber wenn es gerade funktioniert, ist es, glaube ich, dumm, sich unnötige Sorgen zu machen, sondern macht halt mehr Sinn, dass ich mich aufs Jetzt halt fokussiere. Das waren richtig weise Worte. Und es gibt noch so eine 100-Dollar-Frage, sage ich jetzt mal, oder 1-Million-Dollar-Frage an dich, Tara. Und zwar, ich fasse jetzt mal hier mehrere Fragen zusammen. Wie schafft man es, so viel Reichweite zu generieren, dass man gesehen wird mit seinen Inhalten? Ich bin seit 2013 auf Instagram online. Falls das hilft. Es entmutigt bestimmt. Ich habe gestern noch geguckt. Ich habe mich eingeloggt irgendwie im März 2013. Ich mache das ja schon ganz, ganz lange. Und wie eben schon am Anfang gesagt,
Das sieht jetzt aus, als ob ich erfolgreich bin. Ich war es wirklich die allermeiste Zeit meines Lebens nicht. Gar nicht. Ich bin gewachsen, vor allem in den letzten 2 Jahren. Davor einfach nichts. Also ich habe, mir ist meine Steuerrechnung, nee, Einkommensteuer. Ich mache das tatsächlich gar nicht, weil sonst wäre ich schon im Gefängnis, weil ich einfach gar nichts kann, was das angeht. Von 2020, und das ist nicht lange her, in die Hände gefallen, und da habe ich einfach irgendwie 9.000 Euro verdient in einem Jahr. Also das ist halt nicht mal Mindestlohn. Und nur dazu, es sieht alles ganz schön aus, und 2020 bin ich 30 geworden. Es ist alles nicht, nur weil jetzt jemand da sitzt, der vielleicht auch gerade nur erfolgreich ist. Vielleicht bin ich in 2 Jahren schon wieder weg vom Fenster. Ich bin jetzt 32, und als Frau, wo wir gerade über Alter und Online sprechen, ist tatsächlich doch nochmal was anderes. Letztens auf einem Event hat mir jemand gesagt, mit 35 bist du weg vom Fenster. Ich kriege Kommentare auf TikTok, mach mal lieber Babys anstatt TikToks, Granny und so. Also es ist alles nicht Gold, was glänzt. Aber wie man Reichweite kriegt, ist mit guten Inhalten, auch wenn es 10 Jahre dauert. Ach schön, ich liebe es, Leuten Mut zu machen. Toll. Es ist einfach klasse. Ja, und wir lieben es auch, es ist richtig gut. Und eure Fragen hier übrigens sind der Hammer, weil die nächste Frage nimmt mir meine Anmoderation für das nächste Themenfeld, das ich ansprechen wollte. Und zwar, dass Quarter-Life-Crisis natürlich nicht nur der Beruf ist und das Studium und das Arbeiten, sondern genauso die Themen Beziehung, Familie, Freundeskreis. Und es ist völlig fair, wenn einen diese Themen nachts mal wach liegen lassen, als wenn es nur der Job ist. Ich glaube, das ist total wichtig, und da sind wir uns alle einig. Und Tara, da wollte ich auch dich zusprechen tatsächlich. Du sprichst ja viel und häufig über das Thema Beziehungen und zum Teil auch über toxische Beziehungen, über Beziehungen im Allgemeinen. Und was viele Leute so in ihren 20ern beschäftigt, ich kenne das zumindest aus meinem Freundeskreis, ist die Frage von: Möchte ich mit dieser Person noch zusammen sein, oder schaffe ich es aus irgendeinem Grund nicht, Schluss zu machen? Und ich könnte mir vorstellen, dass in unserer Runde hier gerade sicherlich bei den vielen, vielen Leuten, die heute zuhören, irgendjemand dabei ist, den das auch beschäftigt. Hast du da einen guten Tipp? Ich war ganz, ganz lange in einer Beziehung und habe mich dann getrennt, und das war ganz, ganz schlimm für mich. Denke ich auch bis heute noch dran. Das heißt aber nicht, dass, wenn man die Person ist, die sich aktiv trennt, und auch wenn es dann noch immer ganz doll wehtut, dass das die falsche Entscheidung ist. Das heißt es eben nicht zwangsläufig. Man hat vielleicht ganz lange Zeit seines Lebens miteinander geteilt, und wenn dieser große Teil wegbricht, dann tut das natürlich erstmal weh. Und dieser Schmerz, der auch jahrelang, ganz, ganz lange anhalten kann, bedeutet nicht automatisch, dass es die falsche Entscheidung war. Ich glaube, es gibt Etappen im Leben, wo man sich so weiterentwickeln kann, dass man da völlig auseinanderdriften kann. Ich glaube, dass das eben bei diesen Bruchpunkten, Midlife-Crisis, Quarter-Life-Crisis und so weiter passieren kann natürlich. Ich bin da auch selber immer ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube schon, dass man vieles ausarbeiten kann. Aber es gibt einfach auch Sachen, wo man neue Ansichten findet und entwickelt und sieht, die dann nicht mehr miteinander vereinbar sind. Wo man dann sagt, okay, danke für die Zeit, die wir miteinander hatten, aber ich kann das so nicht weitermachen. Und ich möchte mich jetzt auch nicht selbst in die Tasche lügen, weil ich habe ja ganz am Ende dann doch nur mich. Und dann will ich wenigstens zu mir ehrlich sein. Ja, das hört sich sehr, sehr schlau an, und es ist sicherlich manchmal nicht so leicht, das umzusetzen. Und ich finde, es wurde mal wieder in den Fragen gerade eine ganz spannende Brücke geschlagen, Klaus Vogelmann. Inwiefern hat das auch was zu tun mit dem Wegfall von Traditionen? Früher wusste man ja ganz genau, naja, es wird von mir erwartet, dass ich heirate, es wird von mir erwartet, dass ich ein Kind bekomme, es wird von mir erwartet, dass ich mich nicht trenne. Und auf einmal sind diese ganzen Dinge für uns möglich, zum Glück auch.
Zum Glück, das kann man wohl sagen. Und diese Freiheiten zu haben, ist anstrengend. Das vergessen wir oft dabei, weil ich die Verantwortung ja dafür tragen oder mittragen muss, dass ich die Beziehung beginne, dass ich die Beziehung fortführe, dass ich die Beziehung beende. Das kann ich nicht irgendwie mehr abwälzen auf gesellschaftliche Normen und machen alle so, sondern ich habe das für mich selbst in der Entscheidung. Wir sind jetzt gerade bei einem ganz spannenden Thema. Wir haben bisher überwiegend über die Schwierigkeit des Überganges von der berufsbezogenen Ausbildung in die berufliche Tätigkeit gesprochen und haben das analysiert, was da alles für Probleme drinstecken. Jetzt sind wir bei der zweiten Dimension Beziehung. Das ist ganz wichtig, denn das gehört mit zu der Krisenhaftigkeit, Quarter-Life-Crisis, dass ich merke, es kommt auf mich zu, vielleicht nicht sofort, aber es kommt auf mich zu, die Überlegung, ob ich eine feste Beziehung eingehe, die möglicherweise zu einer Familiengründung führt. Das dürfen wir nicht übersehen. Das gehört zu diesem Thema mit dazu. Heute sind Frauen bei der Geburt des ersten Kindes in Deutschland etwas über 30 Jahre alt. Hieran erkennt man, es ist noch nicht mit 25. Aber es gehört in diese Zeitspanne zwischen 20 und 30, in die wir die Quarter-Life-Crisis ja vorhin eingeordnet haben, gehört das schon mit dazu. Ne? Und das ist auch eine denkbare Bedrohung für viele. Meine unbeschwerte Zeit, wo ich Partnerbeziehungen eventuell nach wirklich meinem unmittelbaren Lebensrhythmus gestalten kann, die könnte vorbei sein. Einmal bin ich beruflich tätig und jetzt überlege ich, ob ich eine Familie gründe. Das tut die große, große Mehrheit heute immer noch. Nach allen Studien wollen über 70% der jungen Leute in dieser Altersgruppe, von der wir sprechen, einmal eine Familie haben. Die Frauen mit größerer Motivation. Junge Frauen haben auch immer schon mit auf dem Schirm, wenn sie in den Berufseintritt gehen, dass sie eines Tages die Karriere zurückstecken, um eine Familie zu unterhalten. Ist noch sehr ungleich verteilt. Aber ja, das gehört mit in die Diskussion über Quarter-Life-Crisis. Wie gehe ich mit dieser Situation um, dass ich möglicherweise nicht nur beruflich, sondern auch privat in eine größere Verbindlichkeit hineingerate. Also es ist die Sorge davor, dass ich aus meiner Freiheit und freien Gestaltung in eine größere Verbindlichkeit hineingerate. Ich glaube, das ist die Essenz dieser Metapher Quarter-Life-Crisis und deswegen ist diese Beziehungsdimension überhaupt nicht auszublenden. Ja, das stimmt. Ich habe mich nur gefragt, wenn man diesen Druck spürt, vielleicht auch als junge Frau, dass man den Beruf und die Kinder oder die Familienplanung unter einen Hut bekommen möchte, was könnte einen denn da entlasten bei diesen ganzen Herausforderungen, Herr Hurelmann? Es könnte einen entlasten, dass das in unserer Gesellschaft eine richtige Freude ist, Kinder zu haben und eine Familie zu haben. Und dass es sehr gute Möglichkeiten gibt, sich zu entlasten, indem Kindergartenplätze und davor auch schon Plätze für kleine Kinder unter 3 zur Verfügung stehen. Und die sind gut. Und ich komme an einen Arbeitsplatz, in eine Arbeitsstelle, auch dann, wenn ich nicht selbstständig bin, habe ich größere Freiheiten, haben wir gerade darüber geredet, aber es ist auch natürlich andere Belastungen. Ich komme in ein Unternehmen und das Unternehmen sagt, wir fördern das, wir begrüßen das, wenn du als Mitarbeitende oder als Mitarbeiter ein Kind bekommst. Das ist für uns ein Bestandteil des Lebens und wir wollen die Lebensqualität mit unterstützen. Und wenn ich das so sage, ist deutlich, davon sind wir leider sehr weit entfernt. Und deswegen ist das bedrohlich für viele. Ne? Also Quarter-Life-Crisis ist die Angst davor, dass ich in ein Terrain des Lebens hineinkomme, was ich nicht kenne, was mich aber bindet und was mich einengt. Und da gehört natürlich auch diese riesige Sache, ein Kind bekommen dazu, mit all den Verbindlichkeiten, die ich dann eingehe. Das ist eine mindestens 15-jährige enge Verbindung und das ahnen die meisten natürlich, was da auf sie zukommt und da schrecke ich dann schon zurück, solch einen Schritt zu gehen.
Ich finde das sehr gut, dass Sie dieses Thema nochmal vom Individuum auf die Gesellschaft gebracht haben, dass diese Ängste, die man in den 20ern und frühen 30ern spürt, dass sie nicht immer nur von einem aus einem selbst kommen, sage ich jetzt mal, sondern dass vieles auch gesellschaftlich bedingt ist. Und was in der Gesellschaft passiert, das wandelt sich ja ständig. Auf dieses Thema kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen. Ich wollte jetzt aber trotzdem nochmal konkret nachhaken, weil viele Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, sind ja noch absolute Zukunftsmusik. Zum Beispiel, dass man immer einen Arbeitgeber hat, der den Kinderwunsch unterstützt oder der die Familienplanung unterstützt oder auch unterstützt, dass man sagt, ich will gar keine Kinder, ich will aber 2 Jahre ein Sabbatical machen. Gibt es irgendwelche Übungen oder irgendwelche anderen Dinge, die man, wenn man in so einer unperfekten Welt lebt, in der wir nun mal leben, die man machen kann, um sich da weniger mit zu stressen? Ja, das ist auch gerade im Gange. Man muss noch mal genau hinhören. Viele Unternehmen merken, da kommen jetzt junge Leute in den Beruf hinein. Wir sind wieder bei den ungefähr 25-Jährigen plus minus 3, 4 Jahre natürlich, wie vorhin besprochen. Die kommen in den Beruf hinein und kommen mit dieser Vorstellung, dass sie sich da einmal persönlich entfalten wollen. Sie wollen etwas machen, was ihren Neigungen, ihren Wünschen entspricht. Sie wollen beruflich sich erfüllen. Das ist für ältere Berufstätige eine komische Kategorie. Die denken mehr in Pflichtkategorien, denken, dass die Arbeit muss nicht unbedingt Spaß machen. Sie muss sein, sie muss zum Geldverdienen sein. Auch hier haben sich historisch die Bedingungen enorm verschoben. Jetzt kommt hier eine junge Generation und die will berufliche Qualität, gute Teamstruktur, gute Atmosphäre, flache Hierarchien, die Anerkennung der eigenen Arbeit, Feedback und eine gute private Lebensqualität verbinden. Das lässt vielen die Haare zu Berge stehen, aber weil die Marktmacht von denen, die heute in den Beruf gehen, so groß ist, eben wegen Fachkräftemangel, weil die Babyboomer-Generationen jetzt rausgehen, haben junge Leute heute eine echte Chance, diesen Übergang zu gestalten. Das ist, glaube ich, die größte Hoffnung, die wir haben können. Die Quarter-Life-Crisis kann entschärft werden, wenn das zunimmt, dass diejenigen, die in dieser Übergangsphase sind, einfach sich nicht mehr verstellen, sondern sagen, ich komme in dein Unternehmen, aber dafür habe ich feste Erwartungen. Ich habe sogar ein paar Bedingungen. Genau das passiert zurzeit. Und ich finde, das ist eine Entwicklung, die dann auch strukturell gesellschaftliche Prozesse verändern und aufweichen kann und hoffentlich auch in die Richtung, die wir gerade besprochen haben, dass ein Unternehmen einen Kurswechsel macht und sagt, wir finden es toll, wenn unsere hier berufstätigen Kinder bekommen und wir unterstützen das von vorne bis hinten. Rick, ich habe eine Frage in deine Richtung. Und zwar denke ich, dass es nicht aus dem Nähkästchen geplaudert ist, wenn ich sage, dass du Vater bist und verheiratet bist. Das sagt zumindest dein Instagram-Profil. Er hat es eben auch selbst gesagt. Ja. Du hast es irgendwie in den letzten Jahren alles unter einen Hut bekommen. Und ich möchte dich gern fragen, hast du dich mit 20 hingesetzt und hast gesagt, so, das nehme ich mir vor bis zu meinem 30. Geburtstag? Oder wie ist diese Entscheidung bei dir gefallen für Heirat, für Familie, für selbstständig sein? Was war da so dein Findungsprozess, nenne ich es mal? Also mit Selbstständigkeit hatte ich ja erzählt, dass ich ja da so reingefallen bin. Ehe und Frau hat sich halt einfach ergeben, weil ich halt einfach meine Frau kennengelernt habe und es hat halt funktioniert. Das war dann einfach relativ klar. Und Kinder, ich weiß, ich sagen kann, dass ich mich so dafür entschieden habe. Also für mich war das irgendwie auch einfach immer so, ja, das macht man halt und das ist irgendwie so der Weg, den man auch gehen will. Nicht, dass es jetzt wirklich, also ich komme jetzt nicht aus einer Familie, die sehr eine Tradition einballert, also es war jetzt nicht so als Zwang, aber es war halt für mich einfach so ein, ja, irgendwann Kinder, ja, ist halt so. Jetzt aber vor kurzem, also in den letzten, während der Corona-Zeit kam diese Frage halt vorhin halt nochmal toll auf, weil ich habe mich halt einfach
davor immer gedrückt. Meine Frau hat mir halt klar gesagt, sie würde gerne Kinder haben und am liebsten gestern. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Männer machen, ist halt, dass sie sich halt fürchten vor diesem Schritt und ihn halt einfach so rauszuzögern und irgendwie halt Ausreden erschaffen für sich selber, um halt das weiter hinauszuschieben. Von wegen, ja, ich muss halt noch erstmal das machen. Ich will erstmal noch diesen Schritt schaffen. Weil es natürlich sehr furchteinregend ist. Bei mir war es so, dass ich in der Corona-Zeit halt zwei Familienmitglieder verloren habe und dadurch halt einfach auch so meine Priorität im Leben überdacht habe und halt auch jetzt das mit diesem Dankbarkeitstagebuch und halt auch einfach so überlegt habe, was macht mich glücklich, wo will ich mit meinem Leben hingehen, und ich dann einfach für mich selber entschlossen habe, halt auch für das, was ich mache, dass es vielleicht auch besser ist, dass ich halt einfach eingestehe, ich bin alt. Ich bin nicht mehr der Teenager, der lustige Videos macht. Ich bin jetzt der wütende 30-Jährige, der lustige Videos macht. Und dass ich ja einfach diesen Schritt gehen muss. Also ich glaube, wenn man den Schritt gehen will, muss man sich auch ein bisschen halt den Mut fassen und ihn dann auch einfach gehen. Es ist auf jeden Fall, es lohnt sich. Und viele Ängste sind nicht unbedingt, also sind unbegründet, weil natürlich kann man sagen, man vermisst Partys oder irgendwie so etwas, aber die Priorität ändert sich halt auch. Wenn du halt dein Kind zu Hause hast, willst du ja auch Zeit mit ihm verbringen und du vermisst dann die Sachen jetzt nicht so sehr, weil du halt natürlich dafür ja auch dein Kind hast, was sehr viel Freude bringt. Das glauben wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt über das Thema Beruf und Studium und Ausbildung gesprochen. Wir haben über das Thema Familiengründung, Partnerschaften, sich trennen, tausend Möglichkeiten gesprochen. Und ich würde jetzt gerne nochmal zusammenfassen. Wenn man mit diesen Themen struggelt, was kann man denn dann ganz konkret machen? Und ich werde euch jetzt, euch Expertinnen, konkrete Fragen stellen, auf die ich mir möglichst konkrete Antworten oder auch coole Anekdoten sind immer okay, wünsche. Und zwar, Tara, was kann man gegen Versagensängste tun? Nicht versagen wäre ganz gut. zu wissen, dass es nicht schlimm ist, wenn man versagt. Das hat mir ganz, ganz doll geholfen. Es einfach trotzdem machen. Weil wenn man versagt, das ist ja wirklich so, und es hört sich jetzt so ganz abgedroschen wie so eine Instagram-Quote an, die dann so ein bisschen glitzert oder so. Versagen kann man ja tatsächlich nur, wenn man es denn versucht hat. Und dann versuchst du es halt nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann klappt es. Ich versuche das auch immer wieder und so erreicht man einzig und allein seine Ziele. Zumindest ich. Bei ganz vielen Leuten hat man das Gefühl, es klappt so beim allerersten Mal. Ich gehöre da nicht zu, so gar nicht. Das kann vielleicht beruhigen. Ich bin absolute Spätzünderin. Und ich bin auch alt. Ich bin dann aber nochmal 2 Jahre älter als die Leute, die sagen, sie sind Familienväter, und ich selbst denke mir immer noch, Gott, Familie, ja, naja, ich bin 32. Also ich brauche ein bisschen länger für alles, und das ist aber auch okay. Jeder hat so sein Timing. Ja, auf jeden Fall. Und Rick, was kann man machen, wenn man nachts wach liegt oder tagsüber rumsteht oder, ich weiß es nicht, sich nicht konzentrieren? Stress mit diesen ganzen Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Hast du einen Tipp? Kalt duschen. Also ich glaube, was viele auch helfen würde, ist nicht, sich direkt mit den Themen zu befassen, sondern Ausgleich zu finden. Und was vielen, also was mir auf jeden Fall viel geholfen hat, ist viel spazieren gehen, kalt duschen, Sport. Weil wenn du halt Stress im Körper hast, ich meine, es ist halt Hormone, die müssen halt irgendwie weg. Das klingt dumm, aber kalt duschen hat mir geholfen, Stress abzubauen. Ja, es ist ein ziemlicher Hands-on-Tipp, und jetzt im Zuge der aktuellen Energiekrise ist es vielleicht auch einfach, dass man dann... Ja, Habeck freut sich. Sehr passend. Ja, genau. zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Klaus Hurelmann, wir haben ja ganz am Anfang von unserem Gespräch schon mal darüber gesprochen, dass es manchmal auch diesen Punkt gibt, an dem man sich sagt, hey, vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn man sich psychotherapeutische Hilfe sucht. Oder wenn man das Gefühl hat, so weit ist es noch nicht, oder unterstützend, dass man auch mit seinen Freundinnen spricht.
Gibt es denn dann noch weitere Tipps in die Richtung, was man machen kann, wenn man glaubt, es würde erstmal helfen, darüber zu reden? Ich glaube, das hat vor allem Rick schon ein paar Mal gesagt. Ich halte es für ganz wichtig, gilt auch für mich persönlich, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich selbst eine ungeschminkte Bestandsaufnahme mache. Was habe ich denn mir für Ziele gesetzt? Sind die denn realistisch? Passt das denn überhaupt mit dem überein, was ich bisher gemacht habe? Welche Stärken habe ich denn? Welche Schwächen habe ich hier? Also diese Tagebuchidee, es muss ja nicht ein geschriebenes Tagebuch sein, ne? Aber die Idee, dass man das auch aufzeichnet. Was spricht denn für die Entscheidung? Was spricht für die Entscheidung? Einfach eine Liste zu machen, plus, minus, das sind ganz, ganz einfache Sachen, aber die helfen mir zu klären. Zusätzlich kalt duschen kann das sehr unterstützen, den klaren Kopf zu bekommen. Ich brauche in solch einer schweren Situation die Möglichkeit, mich zurückzuziehen und mich zu sortieren. Dieses Sortieren kann einfach nur ein Entspannen sein. Ja, ist gut. Aber wenn ich denn so weit bin, auch anfangen zu sagen, so, dafür spricht das und diese Aufzeichnung, diese Abwägung von Einzelheiten vorzunehmen. Je mehr ich natürlich in der Lage bin, vorauszudenken, das greift nochmal zurück auf das, was wir in der ersten Hälfte besprochen haben, welcher Beruf ist denn für mich interessant? Und ich fange schon während der Schlussphase des Studiums an, mir das mal anzuschauen, wie es in solch einem Beruf aussieht und verschiebe das nicht auf den Zeitpunkt, wo ich dann vor der unmittelbaren Entscheidung stehe. Also vorausdenkendes Handeln muss keine riesige Planung sein, aber einfach nur mal schon mal gucken, was kommt denn eventuell danach? Dann baue ich damit auch den Schrecken ab. Also insofern würde ich schon sagen, ganz wichtig, sich selbst immer wieder klar zu machen, wo man steht, was man ist und eine Idee zu kriegen, was man eigentlich will, sodass man Maßstäbe hat dafür, wenn dann die Chancen kommen, ob man sie ergreift oder nicht ergreift. Da habe ich eine Anschlussanekdote. Und zwar hat ein Freund von mir Jura studiert, hat das erste Staatsexamen gemacht, also hat den ersten großen Klotz an Arbeit geschafft und wollte immer Jurist sein. Und dann hieß es auf einmal, Jura ist blöd und er fängt jetzt erstmal in einem Startup an. Und dann dachten sich alle so, ja, das ist doch eine gute Idee, wenn er Jura nicht mehr machen möchte. Man muss ja auch kein zweites Staatsexamen machen. Dann hat er ein Jahr in einem Startup gearbeitet und nach einem Jahr gekündigt und dann wieder weiter Jura studiert, das zweite Staatsexamen gemacht und ist jetzt total glücklich als Jurist. Und was ich damit eigentlich fragen möchte, Klaus Vogelmann, ist, wie stellt man denn fest, ob man sich wirklich trennen sollte, ob man wirklich den Beruf wechseln sollte oder ob man wirklich umziehen sollte oder ob das gerade nur so eine Idee ist? Antworte ich genauso drauf, indem man in sich hineinhört und indem ich versuche, Referenzen zu kriegen. Also was sagen denn meine Eltern dazu? Die kennen mich. Was sagen meine Freunde dazu? Ich brauche Zeugenaussagen sozusagen, ne? die ein bisschen einnorden, was ich denn selbst habe. Ich kann manchmal über meine Gefühle stolpern. Ich sei ein Versager, was Tara erlebt hat, und ich bin es aber in Wirklichkeit gar nicht. Oder ich finde, ich bin ein ganz toller, leistungsfähiger Mensch, und das stimmt aber gar nicht. Also solche Fehleinschätzungen sind nicht gut. Und da haben wir heute auch durch digitale Angebote und auch durch eure Arbeit in den Medien haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten als früher. Ich halte viel davon, dass man einfach mal selbst in ein seriöses Tool reingeht, über Stärken und Schwächen, über Potenzial, seine eigenen Fähigkeiten, seine intellektuellen, sozialen, emotionalen Fähigkeiten testen. Sowas geht alles. Ich muss nicht gleich zum Psychotherapeuten laufen, wenn ich merke, ich bin schwierig. Ich kann mich auch selbst mit solchen reflektiven, mir Informationen gebenden digitalen Tools kann ich eine ganze Menge tun. Also etwas über mich wissen, wer ich eigentlich bin, hilft mir schon sehr, auch in solch einer Übergangsphase. Hier ist eine Frage im Chat, die würde ich gerne an euch alle drei stellen. Und zwar,
Gibt es denn die eine wahre Berufung oder ist das nur ein Hirngespinst? Ich glaube nicht, nee. Also ich denke, jeder Mensch hat unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Sachen, die ihn glücklich machen. Es kann unterschiedlich sein. Also es wird nicht dieses eine geben, was man... Und vor allem, man kann es auch wechseln. Ich glaube, man ändert sich halt auch im Laufe seines Lebens. Und das, was man mit 20 macht und eigentlich auch mit 20 glücklich macht, will man vielleicht ja nicht unbedingt mit 45 noch machen. Ja, das stimmt. Gibt es da eine Gegenmeinung zu? Es kann passieren, dass man das findet, was einfach der Traum ist. Ja, das gibt es. Tara? Ich wusste schon immer, ich werde schreiben. Ich wusste nicht wie, in welchem Ausmaß, aber das war schon immer so. Und was Rick sagt, dass man es irgendwann nicht mehr mag. Ich mag es nicht mal mehr unbedingt. Aber es ist einfach das, was ich am besten kann. Und natürlich kam jetzt dazu noch Videos machen und so weiter, aber trotzdem ist meine Kernkompetenz seit immer und für immer Lesen und Schreiben. Das hat sich ja wie so in der Grundschule. Lesen und Schreiben kann ich ganz besonders gut. Und ich glaube, das wird immer so bleiben, ob ich es dann dementsprechend mag oder nicht. Aber das war schon immer so. Also irgendwas bleibt immer. Ich muss sagen, ich habe ja ganz am Anfang von diesem Talk erzählt, dass wir irgendwann auch nochmal auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen. Dass der Moment ist jetzt, weil dieses Fragenpostfach überquillt von Leuten, die leider sagen, dass es sie stresst, dass gerade so viel im Ungewissen ist. Es gibt Kriegsangst, Klimaangst, Rezessionsangst. Und es ist natürlich auch so, dass viele sich ganz konkret fragen, wenn ich nicht weiß, wie ich in einem halben Jahr meine Heizkostenrechnung bezahlen kann, sollte ich dann nicht doch lieber vielleicht das sichere Studium wählen oder die sichere Ausbildung machen, keine neue Ausbildung anfangen, wenn gerade alles so unsicher ist. Und ich wollte dich mal fragen, Rick, hast du da einen Tipp zu, wie man mit diesen Unsicherheiten und zwischen seriös oder was Neues ausprobieren, du hast vorhin das Ingenieurstudium erwähnt. Hast du da einen Tipp, wie man da jetzt gerade mit umgehen kann? Also, ich meine, wenn man finanzielle Probleme hat, ist es schwierig zu sagen. Man muss halt ja irgendwie überleben. Ich glaube, was bei manchen Sachen halt einfach hilft, ist, dass man sich einfach nicht damit beschäftigt. Also, ich meine, sowas wie finanzielle Nöten ist halt natürlich, womit man sich halt drum kümmern muss, weil es ist halt ein eigenes Problem. Aber es gibt ja auch viele Sachen, wo man einfach akzeptieren muss, die sind außerhalb der eigenen Reichweite. Mhm. Also mein Einfluss auf die Weltwirtschaft ist, glaube ich, nicht so groß. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie was falsch gemacht habe, dass das plötzlich so ist. Aber du kannst es nicht ändern. Ich meine, was ich halt zum Beispiel als Creator gelernt habe, ist, dass man nicht zu viel sich auf negative Kommentare einlassen sollte. Und ich glaube, das gilt halt auch für negative Nachrichten. Weil du kannst vielleicht daraus lernen und du vielleicht solltest natürlich wissen, was abgeht. Aber vielleicht ist es auch, wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht damit, dass du einfach nicht die Nachrichten liest für eine Weile. Klaus Hubelmann, ich habe eine Frage schon fast jetzt zum Abschluss. Sie forschen ja zur Jugend, der sogenannten Jugend in Deutschland, der Generation Z, der Generation Y, den Millennials. Würden Sie sagen, ist diese Generation, sind wir, die jetzt hier gerade alle in diesem Talk sind, irgendwo verstreut, sind wir mehr sicherheitsbedürftig geworden oder machen wir uns nur Gedanken darüber? Die Antwort ist ziemlich klar. Sie machen sich mehr Gedanken darüber als frühere Generationen, weil es unsicherer ist, wie es weitergeht. Also so hängt das zusammen, meiner Bewertung nach. Das sind unsichere Zeiten. Es gibt diese Metapher von der VUCA-Welt, die aus Volatilität besteht, aus Flüchtigkeit der Ereignisse, aus Unsicherheit besteht, aus Komplexität besteht, aus Ambiguität besteht.
Da leben wir drin und mit dem müssen wir zurechtkommen. Und wie Rick gesagt hat, was bleibt uns da übrig? Entweder wir stürzen uns rein und versuchen das zu gestalten, aber wir stoßen ganz schnell auf Kräfte, die über uns hinweg rauschen, die wir dann nicht beeinflussen können. Also brauchen wir auch die richtige Rückzugssituation. Hier eine Lösung zu finden, in so einer Dauerkrisenkonstellation wie heute zu leben, als junger Mensch in der Phase, wo ich aufbaue, ist schwieriger als Ältere, wo man das schon mal erlebt hat und hinter sich gebracht hat. Und deswegen steigt der Beratungsbedarf, steigt der Bedarf an Menschen, die wirkliche professionelle Hilfe brauchen, gerade sehr an. Und ich wünsche mir, dass das mehr, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass das mehr in den Schulen, in den Hochschulen, in den Ausbildungsstätten verankert wird. Eine Beratung, ein Coaching, eine Begleitung, sodass nicht so viele junge Leute in diese Probleme hineinrennen. Ja, und ich denke, wenn ich eins aus diesem Talk heute mitgenommen habe, dann ist es das, wenn es einem damit nicht gut geht oder man das Gefühl hat, dass man es gerade nicht packt, dann ist das ganz normal und dann ist es auch völlig gut und richtig, sich Hilfe zu holen. Wir müssen an dieser Stelle leider einen Cut machen. Die Zeit rennt. Und deshalb kann ich nur noch sagen, vielen, vielen Dank, Tara Witwer, Rick Garrido, Klaus Hobelmann, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Da war super viel Gutes, Sinnvolles, Schlaues, Weiterführendes dabei. Es findet jetzt noch ein Get-Together statt, bei dem ihr nochmal eure Fragen, da sind ja noch ganz, ganz viele hier, stellen könnt an die ExpertInnen. Dafür wechselt ihr einfach rüber in die andere Session. Danach gibt es noch zwei weitere Workshops und eine Entspannungssession. Und von mir war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei How It Works.